Im Kontext der Hashtag-Aktion Geschichten der Befreiung geht es diese Woche um historische Orte. Mein Name ist Sean von der Gedenkstätte Ahlem und ich befinde mich hier im Außengelände der ehemaligen israelitischen Gartenbauschule. Hinter mir seht ihr gleich eine Kastanie. Diese Kastanie ist ein sehr, sehr wichtiger historischer Ort für uns. Denn diese Kastanie hat viele Ereignisse hier auf dem Gelände miterlebt, miterleben müssen. Zunächst einmal stand sie in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Laubhütte hier auf dem Gelände der Gartenbauschule. Als sich ab 1943 allerdings die Gestapo dieses Geländes ermächtigt hat, wurde sie Zeuge von nachweislich 59 Hinrichtungen, die kurz vor Kriegsende hier an diesem Hinrichtungsort stattgefunden haben. Es gibt hier eine Stelltafel, die erste Hinweise darauf gibt, was sich hier zugetragen hat an diesem Ort. Ihr seht hier auch eine historische Aufnahme von 1947, ein erstes Schild, auf dem steht, dass sich hier die Hinrichtungsstätte der Gestapo befunden hat. Daneben diese Kastanie mit auch diesen deutlichen Beschädigungen am Stamm, deutliche Brandspuren, denn die Gestapo hat hier kurz vor Kriegsende alle Akten und Dokumente, die sie beweisträchtig im Direktorenhaus hatte, in diese Laubhütte oder an den Hinrichtungsort verbracht und das Gebäude niedergebrannt, um Beweise zu vernichten vor den anrückenden Alliierten. Davon ist die Kastanie stark beschädigt worden und man sieht es auch heute noch. Der Stamm ist von der Hitze des Brandes gespalten worden, wird heute durch diese Stahlrohrkonstruktion und auch in der Baumkrone durch Drahtseile daran gehindert, auseinanderzubrechen. Und somit ist diese Kastanie für uns ein ganz besonderer, ein bedeutsamer Ort, ein stummer Zeuge, wenn man so will, an die damaligen Ereignisse.